Das war krass. Und rein da. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen Stalin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man, Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber ohne Vorwarnung überraschen. Alles klar. Geht los. Let's go, Baby. Wir haben Bauhof. Mega. Okay. Jetzt kommen die guten Missionen. Dark Söckchen, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Geil, dass du auch noch am Start bist, Alter. Sehr, sehr geil. Wie geht's, wie steht's? Richtig, mein blaues Äffchen, so sieht's aus. Sehr, sehr gut geschlussfolgert. Mega, müssen wir ein bisschen aufdecken. Gut abgewehrt. Einlass mal unten. Du deckst hier mal ein bisschen auf, Diggi. Guck mal, ja. So. Mir geht's gut, das freut mich riesig. Bei mir ist auch soweit alles knusprig. Bei uns gibt's wieder regelmäßig RTS-Content, Echtzeitstrategie. Auch ein bisschen was Jump-and-Run-mäßiges, farbenfrohes. Und wenn du Bock hast, bist du natürlich herzlich eingeladen, hier den Stream mit uns zu versüßen. Polle, herzlich willkommen, grüß dich. Ey, Tobi, ich kann dir sagen, heute waren so viele Legenden hier, so viele VIPs, habe ich hier noch nie an einem Fleck gelesen. Also was hier abging, das war pure Nostalgie. Ich fühle mich wieder wie 14. Also mega gut. Schießt nicht die Brücke kaputt. Ich glaube, wir können es nicht verhindern. Den Bunker, den können wir mit einer V2 können wir sprengen. Jo, sehr geil. Achtung. Und schieß. Ach komm, ein HP noch. Konstruktion abgeschlossen. Ein Sammler und ein paar schwere Panzer. Raus damit. Was willst denn du? Jim Lee? Fass. Gehen wir mal rüber. Ah. Versuchen es mal. Erstmal rüber. Wir decken mal auf. Aha. Komm, das schaffen wir. Sehr schön. Sehr geil. Yes. Raus aus der Reichweite und du schießt noch eine Rakete drauf. Go, go, go. Haben wir einen Wachturm? Haben Flammentürme, das ist gut. Ah, die zwei Panzer verlieren wir jetzt hier oben. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Zwei Sammler haben wir, das ist schon mal sehr, sehr schmackhaft. Wir brauchen mal eine Handvoll Infanteristen. Ah, komm. Ah, schade. Ist okay. Schaffen wir. Bestätigt. Sofort. Unzureichende Finanzmittel. Melde mich wie befohlen. Sofort. Wir machen hier oben mal. Ich will eigentlich die Brücke nicht zerschießen. Das will ich wirklich nicht. Mit einem Hündchen aufdecken erstmal nicht. Wir nehmen mal einen schweren Panzer und erforschen ein bisschen was. Das war eine geile Zeit, ne, Mia? Das stimmt. Das war wirklich eine sehr, sehr wilde Zeit. Eine geile Zeit. Aber alles hat seine Zeit. Das kann ich euch sagen.
Es gibt eine Zeit zum Säen und es gibt eine Zeit zum Ernten. Oh, richtig Gänsehaut heute. Ey, Flöchen, das ist so episch, oder? Das ist wirklich mega. Lange, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Geil, Polle, ich freue mich. Oh, wir sind pleite. Aber wisst ihr, was wir machen, wenn wir pleite sind? Angreifen. Nehmen wir unsere 4 Tankies. Schauen mal, was uns hier erwartet. Die haben eine schöne, schnelle Schussfrequenz, die Klemmpanzer. Sollte man nicht unterschätzen. Deckt mal ein bisschen auf. Wir sehen viel zu wenig. Ein Silo? Ich mag eigentlich ein paar Silos. Das wäre auch geil. Wenn wir noch ein paar Soldaten mitnehmen könnten. Nehmen ein paar Schützen mit 10 Stück. Die holen wir direkt hier raus. Ich habe so eine kleine Quality of Life Modifikation aktiviert. Somit können wir Wegpunkte setzen. Das macht das Spielen und vor allen Dingen das Zusehen für euch ein bisschen angenehmer. Weil ich dann nicht immer 100 Mal zur Fabrik springen muss. Und auch mal weiter entfernte Wege festlegen kann. Deswegen habe ich die hier drauf. Ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. So, komm mal her. Hier brauchen wir nämlich euch. Sehr schön. Ihr pfeffert jetzt hier rein. Ja, sehr gut. Da brauchen wir doch schon unsere Silos. Den Sammler werden wir dann gleich mal abfangen. Kommt er. Go, 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 go. Jo, sehr schön, sehr schön. Was ist denn euer Command & Conquer? Was ist denn euer Lieblings-Command & Conquer? Also alle, die es schon mal gespielt haben, seid ihr ein Fan von den alten Games, so wie hier? Alarmstufe Rot 2 ist natürlich remastered, aber prinzipiell hat es schon das Genre damals mit Tiberium-Konflikt extremst geprägt, ne? Natürlich gab es noch Dune und so weiter. Oder auch Z. Was wir auch schon damals 100% durchgespielt haben. War definitiv extremst nostalgisch und prägend für die Echtzeitstrategie-Ära, sage ich mal. Und bis heute ein Game, man sagen kann, gibt es nicht viele Klone davon. Das ist wirklich sehr prägnant. In der Art und Weise, wie es sich spielt, wie es sich anfühlt. Das ist schon sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und wir werden jetzt, wie vorhin schon mal erwähnt, werden wir jetzt hier erstmal die Kampagnen der Remastered Collection durchrocken. Auf schwer natürlich. Was sonst? Und dann geht's zu Alarmstufe Rot 2 weiter. Und zu Generals. Also für alle Echtzeit-Strategie-Fans wird es auf jeden Fall geil. So viel steht fest und mir macht es auch extremst Bock. Es ist so cool. Es ist so nostalgisch. Einfach krass, wie diese Nostalgie. Sind alle unsere Sammler kaputt? Die fahren hier drüben sammeln. Ja, na klar, ab ins Feindgebiet. Da ist die Luft besser, ne? Mhm. Ja, es ist schon krass, wie man so an der Nostalgie von damals festhält, ne? Wenn man sagt, ey, das macht mir auch noch mit 50, 60 Spaß. Finde ich total beeindruckend. Es gibt natürlich auch Games, wo du sagst, hättest du vielleicht nicht nochmal spielen sollen. Gibt's auch genug. Es gibt auch Games, wo du sagst, boah, bis heute super cool. Dann gehört das definitiv mit dazu.
Alarmstufe Rot noch auf der Playsee gespielt, genauso wie Mia. Das ist schon legendär. Vor allen Dingen, wenn man sich das vorstellt. Das war damals alles noch nicht so einfach. Es war nicht ein, zwei Klicks, das für eine andere Konsole, für eine andere Plattform rauszubringen. Und da hat schon richtig Zeit und Energie drin gesteckt. Hier brauchen wir jetzt nochmal ein paar Panzer. Flammturm wäre auch nicht schlecht. Den V2 picken sie sich direkt raus. Hier decken wir mal auf. Komm, 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 komm. Aha. Ja, den picken sie sich raus, ist okay. Gut. Das machen sie jetzt schon ein bisschen Action. Finde ich gut, finde ich gut. Einheit verloren. Erwarte Ihren Befehl. Kriegen wir hin. Ja, bestätigt, bestätigt, bestätigt. Hier bestätigt, in Ordnung. So, was sind denn eure Lieblingsteile? Ariano, grüß dich. C&C Tiberian Wurst. Tiberium Wurst war auch sehr gut. Konnte man noch spielen. Das hat bis heute, finde ich, eine Grafik, die echt gut aussieht. Mir gefällt auch das. Hier hast du schon so ein bisschen noch den Retro-Touch drin, finde ich. Aber Tiberium Wurst war echt sehr, sehr cool. Das könnten wir dann vielleicht auch nochmal durchziehen. Also ich glaube, wir sind viele, viele Monate mit den Command & Conquer-Reihen beschäftigt. Freue ich mich drauf. Sammel mal hier. Und du sammelst mal hier oben. Bauhof ist statisch, können wir nicht nochmal abbauen. Hm. Bisschen blöd, den verkaufe ich mal. Wir müssen jetzt mal schauen, was wir mit denen hier schaffen. Ja, ist ganz schön knapp. Also es sind weit entfernt die Mineralien, sorry. Command & Conquer 3. Command & Conquer 3 meinst du damit Tiberian Sun, ne? Das ist das, was mir am wenigsten gefallen hat, weil es eben so extrem düster war und so ein bisschen so ein Science-Fiction-Faktor an den Tag gelegt hat. Du hast hier mit der Zeitmaschine natürlich auch Science-Fiction. Aber das war so düster, damit wurde ich nicht warm. Nicht die Brücke kaputt machen. Nee, 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 nee. Ich will hier gern rüber. Ich denke nämlich, der Weg ist weniger bewacht als der andere. Mal schauen. V2 reicht erstmal. Hier haben wir die Radarstation. Sollen wir die zerballern oder einnehmen? Sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich habe Angst nach. Ich habe Angst vor Missionen gescheitert. Das wäre nicht gut. Ah, komm. Du kommst mal runter. Ballerst mal den hier weg. Du hilfst. Rocco und Freddy helfen. Der ist vor euch, ne? So. Oh Mann. Die Brücke. Du kommst mal mit hoch. Wir decken mal hier auf. Weil wir haben noch viel schwarz, ne? Also ist noch nicht alles. Wir können ja einfach mal ganz frech schnell speichern. Und dann schauen wir mal, ob wir verlieren oder ob es okay ist. Mal ganz kurz was kicken. Wo ist denn schnell speichern? Steuerung N. Und? Ah, Einsatzziel 1 erreicht. Da würde ich sagen, die V2s bleiben mal ja erhöht stehen. Mit unseren geilen Panzern fahren wir runter.
Jetzt machen wir was richtig Gewieftes. Pass mal auf. 200 IQ Move. 4 V2 kommen rüber. Dann zerschießen wir mit unseren Panzern die Brücke hier. Dann kommt keiner mehr rüber. Dann ist das unsere Artillerie da drüben. Moneyback, grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. Welcome into the stream. Geil. Na gute, grüß dich. 1 und 2 Retro, total Alarmstufe Rot 3 fand ich auch noch super. Ich muss dir sagen, Alarmstufe Rot 3 habe ich nie durchgespielt. Nur angespielt. Das war so bunt, das war so kitschig. Wurde ich nicht mit warm. Weiß ich noch. Und irgendwie lief es auch nicht so richtig rund auf meinen Rechner damals. Also könnte man schauen, ob man dem auch mal eine Chance gibt. Ich fand bei Alarmstufe Rot 3 die Idee cool, dass du das Koop in der Kampagne spielen konntest online. Weiß nicht, wie gut das geklappt hat, aber ich weiß, dass die Möglichkeit bestand. Das war definitiv eine sehr, sehr coole Idee. So. Haben wir denn hier? Flöchen, mein Lieber. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns. Bleib gesund. Und vielen, vielen Dank für dein Locarino. Bis dann. Mein Bruder und sein bester Freund hatten damals 2 Fernseher und 2 PS1. Dann haben sie das ganze WE einfach nur gezockt gegeneinander. Das ist episch. Ich fand damals, war sowas mit im Internet, LAN verbunden, online gegeneinander zocken, ist das Geilste gewesen. Haben wir zu Hause nie zum Laufen bekommen, sowas. Never. Das war immer so eine Sache, wo man gesagt hat, boah, ey, das jetzt mal im LAN gegeneinander. Habe ich bei so vielen Spielen gesagt, wir haben es nie umgesetzt bekommen. Und damals war jede Spielinstallation war eine Herausforderung. Wo das ganz neu war, das Thema, da war man bei jedem Klick ultra vorsichtig am Rechner, ich weiß das noch. Eigentlich total lächerlich gewesen. Aber so war das. Und dann hatte ich so eine Manie, dass ich ständig habe ich die Festplatte defragmentiert. Festplatte defragmentiert. Tag und Nacht saß ich davor und habe geguckt, wie ich System C defragmentiere, wo noch diese bunten Würfel dort irgendwie umgefärbt wurden, wo der das umsortiert hat, wisst ihr das noch? Und wo immer noch die Festplatte so geknackt hat. Oh Mann, das war wirklich richtig retro. Und danach defragmentieren. Boah, jetzt ist mein Rechner wieder schnell. Hast du dann richtig stolz immer gesagt, ich habe heute wieder meinen Rechner defragmentiert. Oh. Oh, das war schon wirklich mega funny. Und dann hast du einen Neustart gemacht und du hast wieder defragmentiert. Und er hat stundenlang gebraucht. Ich hab gedacht, Mann, beim Neustart kommt aber viel durcheinander. Am besten nicht mehr neu starten. Ach, geil. Und die Röhrenmonitore, diesen riesen Dinger da. 17 Zoll, 15 Zoll. Unglaublich. Wirklich. Total episch. Oh, die haben einen ganz schönen Stützpunkt hier, die Lümmel. Mann, Mann. Und wisst ihr, was ich auch hatte eine Zeit lang? Eine Speichermanie. Wenn ich ein Spiel gespielt habe, habe ich jede Minute gespeichert, wie ein Bekloppter. Konnte es mir nicht zugucken. Ich habe die ganze Zeit nur gespeichert. Wenn ich irgendwie ein Ballerspiel gespielt habe oder irgendwas, was für mich damals gruselig war,
Musste ich nach jedem Schritt Pause machen, speichern. Luft holen, wieder zwei Schritte laufen, speichern. Command & Conquer Generals ist auch mega. Hab noch die erste Version. Ja, Ariano, das ist auch mega. Wobei es auch 100% an Cut-Patch gibt für Command & Conquer Generals und für Stunde 0. Die hatte, glaube ich, irgend so ein Nerd damals gemacht, den 100% an Cut-Patch. Musst du mal googeln, findest du bestimmt. Zwinker. Ich hab's mit jemandem, oder es hat jemand für mich gestreamt, Mia. Resi 4. Und ich hab's mir quasi auf Discord angeguckt. Sehr geiles Game. Ich hab's gerade nicht geplant zu spielen. Also bisher steht's nicht auf dem Plan. Weil es auch ein mega langes Spiel. Also würde auch wieder über mehrere Streams gehen. Und ich muss sagen, ich tue mich da mittlerweile sehr, sehr schwer mit so riesigen Games, wo du quasi mitten in der Story aufhörst und dann weitermachst. Tage später tue ich mich sehr, sehr schwer. Gucken, ob sich das nochmal ändert, aber bisher schreckt mich das sehr ab, große Spiele. Du wolltest mir noch die Karte zuschicken. Ja, Grandy, meine eigene Karte, die ich gemacht hatte bei der Remastered Collection hier bei dem Spiel, ich finde die nicht mehr. Ich glaube, die ist gelöscht. Ich glaube, die habe ich in den Tiefen des Rechners neu aufsetzen, habe ich kein Backup gemacht und die Karte ist weg. Ja. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Wird gebaut. Komm, schnapp dir den Schlingel mal. Tiberian Sun ist die Vorgeschichte zu Tiberian Wars und Kains Rache. Das ist auch sehr interessant. Ich glaube, Düsi, bei der Storyline hast du richtig einen Durchblick. Also ich glaube, du kannst mir da sehr, sehr viele Details erzählen oder hier reinschreiben, die mir bisher so gar nicht bewusst gewesen sind. Ist das der letzte Gegner? Wenn wir den killen, ist dann GG. Spionageflugzeug bereit. Aber der Wille, ne, ich sag euch noch eins, der Wille, Tiberian Sun mal durchzuspielen, der war definitiv da. GG. Aber es lief nicht richtig. Das war ultra frustrierend.